So, ich mach mal die Aufnahme an. Habe ich auch schon mal vergessen. Oh ja. Hallo YouTube, wir spielen schon seit 5 Minuten. Ich habe vergessen, die Aufnahme anzumachen. Aber es ist nicht so schlimm, es ist nichts passiert. Wir waren noch nicht produktiv, wir haben uns nur verlaufen. Ihr habt nichts verpasst. Also Flo hat sich verlaufen, mehr nicht. Ja, immer, klar. Auch wenn ich nicht vorausgehe, bin ich schuld. Ja, na klar, so läuft das. Ich weiß, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Das hat mich die Markierung verwirrt. Achso, du wolltest zum Baum? Ich wollte zu dem... Ja, zum Baum. Hier zu dem Typen. Das muss einem Reisenden gehört haben. Ich lege es zu den anderen Gaben hier. Möge es andere auf ihren Reisen schätzen. So, jetzt habe ich es abgegeben. Fertig. Konntest du es auch abgeben? Ja. Hä? Okay. Wieso konnte ich das abgeben? Ich hatte die Quest nicht. Okay. Sei doch zufrieden. Ja, das ist Diablo, was soll ich sagen? Ich akzeptiere mein Schicksal. Aber der ätzende Ehrgeiz ist immer noch da. Ja. War so viel Aufgaben. Ja, wir haben die Qual der Wahl. Ein Haus. Komm, wir gehen da rein. Oder was gibt's hier? Nur Jäger, nur Druide, nur Druide, nur Baba. Oh, das wäre was für mich. Gibt's ja auch was für dich? Irgendwo bestimmt. Ich kann ja gerade mal gucken. Da oben ist was Allgemeines. Die sind sehr weit verteilt. Mhm. Nicht solange ich in der Stadt bin. Okay, hier gibt es mehrere Barbaren-Sachen. Anscheinend. Zauberer. Nur Druide, ja. So viel Druiden-Sachen, wie ich droppe, könnte ich das wirklich machen. Ah ja, ich habe was mit Totenbeschwörer gefunden. Das ist ziemlich in der Mitte von der Map. Das heißt, wir machen erstmal diese klassenspezifischen Dinge? Nee, ich bin ja ein Dungeon. Das ist ja ein Dungeon. Ja, klar, aber schon. Ach so, wahrscheinlich ist nur der Loot dann klassenspezifisch. Du kannst schon als anderer Charakter rein, denke ich. Ja, klar, ist ein normaler Dungeon. Okay. So ein kellerartiges Ding. Ja, mit Keller kennen wir uns aus. Ja. Zauberer. Flo, du bist immer schuld, Paragraph 30.4. Ja, aber auch 30.3, habe ich gehört. Nur die Abschlussbelohnung ist ein Aspekt für eure Aspektsammlung. Ah, okay. Ja, das mit diesen Aspektsammlungen habe ich immer noch nicht so wirklich verstanden. Ja, ich auch noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob die ganze Sammlung einen dann den Boost gibt oder ob du eins aktivieren musst. Aspekte kannst du auf deine Ausrüstung schmieden. Ah, okay. Okay, das sind sowas wie Edelsteine dann quasi. Aber immer nur eins. Ah, okay. Das sieht ja nach meinem Keller aus, ja. Ja, voll. Folterinstrumente, Stacheln am Boden. Wunderschön. Hier fühle ich mich heimisch. Oh, ja, wir uns auch. Dein scheiß Vieh hat mich gerade erschrocken. Der Golem? Ja. Ja, der dient auch zur Abschreckung, also er macht seinen Job schon gut.
Ein gesperrtes Opfer. Hätte ich das nicht geschafft. Tja. Der hat seine Gebühren nicht bezahlt. Ja, das war Ben. Oha, Ben. Wie lange warst du da eingesperrt? Seit 69 Jahren. Boah. Verdient. Verschlossen. Erschlossen. Erschlossen. Kommst hier nicht rein. Ihr solltet euch mal mit den Händlern in der Stadt nicht auseinandersetzen. Ja, ist im Stream ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ich bin so... meine Konzentration ist überall verteilt. Geht mir tatsächlich auch so. Mit dir reden, Chat lesen, dir aufpassen. Ja, das Spiel ist so Nebensache irgendwie. Ja. Irgendwann müssen wir uns irgendwann werden wir eh Probleme kriegen. Ja, dann müssen wir uns wirklich mal mit dem Spiel auseinandersetzen irgendwann. Ist das jetzt nicht der Ausgang? Ja. Aber es gab ja nicht mehr hier drin, oder? Doch, und so ein Weg. War ein Test, hast bestanden. Wow. Wow. Okay, ich gehe wieder rein. Ach, Flo. Hi. Hallo, Lumbabur. Hallo. Beste Orientierung. Die eigentlich als Tutorial da waren. Ja, das haben wir nachts um 3 oder 4 gespielt irgendwann. Vor ein paar Wochen. Das ist gar nicht mehr im Gedächtnis, das Tutorial. Ich auch nicht. Ich hätte nichts gegen eine Auseinandersetzung mit Händlern. Ja, dann auf dem Kickparkplatz ohne Treten aber, oder? Oh, ein kleiner Spalter. Jetzt ist er auch gespalten. Den hat's zerspalten. Mit beißen. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe gute Zähne, das passt. Ich nicht. Na. Mensch, das ist aber verwinkelt hier alles. Das stimmt, ja. Sehr viele Wölbungen. Wölbungen sind gut. In den Tiefen, ja. In den Tiefen. Wir können uns außerhalb vom Stream mal zusammensetzen, dann erkläre ich euch ein paar grundlegende Sachen, die wichtig sind, wenn ihr wollt. Ja? Ja, prinzipiell gerne. Seid gesegnet. Ich Moin. Bin nicht. Lass. Segne mich nicht! Der wollte, dass du verbrennst. Seele, kommt jetzt zu mir! Oh. Schade. Ist aber nichts passiert. Schade. Du bist sogar rein und hast dein Schild ausgelöst. Ich bin nur daneben. Ich wollte es ja auslösen, dass du da reinfällst und so. Ne? Ich hab's schon erwartet, deswegen bin ich stehen geblieben. Wodka. Wodka? Ach, Wodka. Ich hab Wodka verstanden. Was? Na, hier ist Tagebuch. Wenn die Neuen schwach sind, verfüttert sie an die Magen. Wir brauchen mehr Fleisch. Bardock. Oh, ich... Ich muss warten. Kiste! So, befreit Gefangene. 3 Stück anscheinend noch. Kaputt hauen auch als befreien? Ja, klar. Du befreist sie von cool. In ihrem Elend. Ja, das kriegen wir doch hin. Das sehe ich uns. Hallo, Reno. Oh. Er ist uns schon wieder gesegnet. Was sind das für ein Fenner?
Weiß ich nicht. Wir verbrennen da durch, das ist gar nicht cool. Ja, ich krieg da Herpes von. Ja, das auch. Und die Krätze. Drei Stück Gefangene von... Alle vom selben oder drei verschiedene? Vom selben. Das ist gar nicht so wichtig, aber Hauptsache in Scheibchen. Zarte Stückchen. Mhm. Da unten ist irgendein Boss, der uns jetzt gerade hinterherkommt. Ja moin, der Schleifer. Guck mal, der hat auch Wodka im Namen. Ich muss warten. Hallo Bene. Hallo Bene. Oh, der macht Gift. Ist ja wieder, das ist toll. Ja, das macht ganz schön Aua, das Gift. Ich habe keine Wut mehr. Dann werd wütend, Mann! Muttergrubenschlüssel, okay. Druidischer Talisman. Ich dachte, hier sind Sachen für mich, was soll denn das? Ja, offenbar sind die für mich, weil das sind für Druiden. So, da oben ist auch noch ein Gefangener. Nutz den Schlüssel zur Futtergrube. Komm zu meiner Futtergrube, wo die Seelen sind. Da fresse ich immer dann. Ah. Nom, 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 nom. Die Leckerseelchen. Oh, ups. Lecker und süß, auf ganz süßer Basis. Mhm. Da soll man Gifters machen, nicht Gift. Das ist ja schön, ja. Das stimmt, ja. Direkt mal 50 fände ich schon angebracht. Alles drunter ist nicht okay. Der Schneider Verschlinger. Wo kommt der Schnee her? Na, von da. Ah, nicht da vorne? Nee. Ah, okay, schade. Ich dachte da weiter links. Du bist 69, aber komisch aus. Ja, Entschuldigung. Ich bin noch nicht bereit. Hui! Ich find's schön, wie deiner einfach 5 Stunden lang Spin to Win macht. Dein beschworener Geist. Oh, der ist geplatzt. Sagt er es auch immer. Ja, wir gehen mal weiter. Guck mal, es geht noch tiefer. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Geh aus meinem Kopf! Geh du doch raus! Nein! Ich bleib drin, ist warm. Will den nicht warm? Nee, im Kopf. Ach so. Ja, das ist in Ordnung. Habe ich vergessen, sorry, ich glaube Besserung. Alles gut. Ich bin nur die Stimme im Hintergrund, das ist alles entspannt. So ein Spalter. Sind nur die kleinen, aber es gefällt mir nicht, dass sie hier so rumlaufen. Nee. Das heißt, irgendwo ist ein großer Spalter. Das wäre nicht gut. Nee. Da müssen wir wieder fliehen. Aha. Huschende Monstrosität, Diener. Okay. Verbahn, flieh nicht. Man nennt es taktischen Rückzug. Ich bin noch nicht bereit. Eisenprügler. Habe ich coole neue Waffen?
Mal kurz gucken. Kriegsschläge, ja. Irgendein Amulett. Das. Nämlich das hier und. Rang für Zerfleisch nur Barbar. Ja, das nehme ich. Ah. Cool. Neue Rüstung. Die genau dasselbe kann wie die andere. Ich habe das Gefühl, in Diablo 3 hatte ich besseren Loot. Oh, Leichenhaufen. Ah, da ist er hingekommen. Ich dachte schon. Der ist schon verschollen. Ich bin noch nicht bereit. Leichenblut, okay. Und der kann Kältesachen, das ist gar nicht mal so cool. Nee. So, schauen wir mal. Links nach oben oder? Ach, hier ist noch ein Haufen. Oh, der macht Gift, ja, cool. Nice. Das mögen wir doch so gerne. Ja. Alles hier. Alles soll ein Töten. Ja. Das ist wie Australien. Ja. Überall, wo man hingeht. Ich muss warten. So, einen Leichenhaufen müssen wir noch machen. Aha. Und wo sind die Emos? Die sind gerade dabei zu gewinnen. Oh, ich dachte, wir sind die Emos. Ich hoffe. Was heißt, wir gewinnen? Das wäre gut. Ist seit Jahren nicht Barbies Reiterhof. Aber warum nicht? Wer wollte nicht schon mal Barbie reiten? Was? 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 Wann kommt eigentlich das nächste Bibi und Tina raus? Ich hoffe niemals. Nee, danke. Da hole ich mir irgendwo andere Trash-Games. Das ist Verschwendung. Ach, die Pferde freuen sich doch. Nee, lass mal. Ja. Das war das erste YouTube-Video, was ich von dir gesehen habe. Schlimm. Das war direkt der erste Eindruck. Das war gut. Ja, man muss halt direkt ins kalte Wasser werfen, was einen erwartet, ne? Das stimmt, ja. Schonen bringt nichts, sonst ist man später überrascht. Richtig. Aua. Das war unerwartet. Hi, Dentico. Hallo, Dentic. Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina, ja. Aber dem Spiel habe ich das Pferd richtig nass gespritzt. Das Pferd mochte es aber nicht im Gesicht, sondern auf dem Hintern. Also ja, das Wasser. Es geht um Wasser. Die Flüssigkeit, ja. Kann es sein, dass wir gerade keinen Schaden machen? Ja. Ich muss warten. Jetzt machen wir Schaden. Die wären noch geheilt. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Okay, vom Spinnenwirt wahrscheinlich, ja. Oder vom Magus. Ah, das kann auch sein. Ich bin noch nicht bereit. Es gibt ein Pferde-MMO. Bitte was? Okay. Ich bin noch nicht bereit. Gut, ich meine, YouTube freut sich, wa?
noch nicht bereit. Ich brauche mehr Wut. Oh, na endlich haben wir ihn. Ah ne, der lebt noch, lol. Heilige. Boah, der hatte Bock. Der hatte richtig Bock. Ich brauche mehr Zeit. So. Nice. Flammschwert des Ahnensturms. Ich rüste das mal aus. Was für ein Sturm? Ja. Aha. Gut für Hintern halt. Ja, auf die Frau nicht bereit ist, würde mich schon nerven. Ja. Fühle ich. Ihre Nichtbereitschaft. Oh, hier hängen überall Leichenteile. Das ist wie im Keller. Ja. So muss das. Ja, da fühlt man sich direkt heimisch. Tschüss, Niri. Ciao. Ich bin noch nicht bereit. Halt die Fresse jetzt! Ihr nicht bereit sein? Ich glaube, die Gegner bringe ich jetzt besser nicht mit. Bisschen tanky. Ich habe keine Wut mehr. Ihr habt den Aspekt mit beständigen Stampfen freigeschaltet. Okay. Interessant. Okuchi Gallenspei. Was? Okuchi. Ja, Gesundheit. Ich habe nicht genug Wut. Gallenspei, Alter. Verreck jetzt. Kaputt. Galgenschreier, da schreit man bestimmt dann auch noch. So. Oh, hier sind ja noch einige Gegner. Ja, das stimmt. Ich bin noch nicht bereit. Hier können wir noch ein bisschen leveln. Oder sterben, je nachdem. Why not both? Ist nicht so gesund. Ja, habe ich auch gehört. Das kann gut sein. Fliegenschwarm. Was, der Chat ist da? Voll lieb und so. Ja, Ubu. Wir wohnen getrennt, meine Freunde sind tot. Alleine kann ich nicht bestehen. Okay. Nicht so viel Feinde wählen wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Was? Aber kein Druck, ne? Oh nein! Ich habe keine Wut mehr. Endet das nie!
Morgen kommt Atlas Fallen raus. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Was war das nochmal? Weiß ich auch nicht. Ich kenne nur den Namen und ich hatte es auf der Liste, aber ich weiß nicht warum. Ah. Ich weiß auch nicht, was das für ein Genre ist. Pony Simulator. Bitte nicht. Ich weiß nicht, der Name an sich hört sich ein bisschen nach Souls-like an. Ich glaube, das erinnert mich gerade einfach nur an ein anderes Spiel. Der 13 hat es gemacht, das hilft mir auch nicht. Ich kann nicht. Ja, dann stirb halt. Dann lass es bleiben, wenn du nicht kannst. Das war jetzt sehr random. Ja. Das Dungeon endet aber auch nicht mehr. Nee, ich glaube, bis 12 Uhr machen wir nur das Dungeon. Ich glaube auch. ja, kann ich, brauche nicht. Abholen, dann klickt auch ganz cool. Aber sicher nicht mehr auswendig oder so. Das ist vorbei. Du meinst, das Spiel kennst du nicht mehr auswendig, oder? Ja. Okay. Wenn man etwas Jahre nicht gespielt hat, dann vergisst man halt vieles. Ach, da reichen schon ein paar Wochen tatsächlich. Was spielt man überhaupt? Für den Spaß. Nein! So. Aus Ernst. So. Ja, dann können wir raus, oder? Ja, schaut aus, als haben wir alles hier. Wie lauchig du bist und nicht wie breit ich bin. Ja, das. Wie im Real Life. Oha. Boah. Oha. Ja, so ist das hier. Aber es war ein Kompliment an dich. Ich weiß nicht, ob lauchig jetzt so ein Kompliment ist. Ich wäre gern lauchig. Ja? Ja. Huh. Wieso? Für mich ist das nichts Negatives. Okay. Ich kenn's nur, dass man das halt als Negatives nimmt oder um jemanden aufzuziehen. Deswegen hat's mich gewundert gerade. Nee. Ich wäre gern lauchig. Okay. Ja, dann. Keine Ahnung. Wir haben Nebenquests. Wie immer. Ja. Hier oben wäre die alte Tradition bewahren in dem Weiß hier. So, jetzt kann ich gucken. Wo, was, wie? Ah, da. Okay. Sind schon wieder überall Ziegen. Ich bin überrascht, dass sie noch leben. Was soll das jetzt heißen? Gar nichts, nur oha, Erfahrung. Oha! Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich höre schon wieder irgendwas. Irgendwas lebt da schon wieder. Wie können die es wagen zu leben? Ja, schon kacke von denen, ne? Finde ich schon arrogant. Teil der Irrläufer, das ist der perfekte Tal für uns. Ich brauche mehr Wut. Ja, da kommen wir auch nie wieder raus. Ja! Bis zum Lebensende laufen. Ist das nicht schön? Ey. Wo Quest? Was regnet da? Ich weiß es auch nicht. Was passiert denn hier? Zeigt den uralten Stautem, dass er die Tradition bewahrt. Die Tradition. Also irgendein Emote benutzen. Hallo. Grüße. Grüße.
Die Tradition. Folgen, jubeln. Eure Knochen verraten euch. Verspotten. Bald dienen sie mir. Danke. Nein, nicht zum Handel einladen. Verspotten. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Gut gemacht. Ich brauche Hilfe. Hilfe gebrauchen. Das weiß ich zu schätzen. Jubel. Brutal. Brutal, wow. Gefällt mir. Brutal. Das ist Jubeln? Nicht schlecht. Hä? Unter Jubeln stelle ich mir mehr Emotionen vor als brutal und nicht schlecht. Brutal. Das gefällt mir. Ja, weiß ich auch nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Wir haben das Emote nicht, was wir brauchen. Ja. Ich habe halt noch übelst viele leere Slots bei den Emotes. Ich glaube, wir haben die einfach nur nicht. Hilfe wäre jetzt willkommen. Lol. Also, ich habe alle durchprobiert. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Ja gut, das war eine kurze Quest, würde ich sagen. Ich weiß jetzt leider auch nicht, was wir da machen sollen. Verbrennen, würde ich sagen. Das sieht halt aus, als ob der betet oder so, aber... Danke. Ich glaube, sowas wird auch gefordert, ja. Ich hab kein Beten. Hab das auch nicht. Danke, tschüss. Jubeln, folgen, Hilfe, verspotten. Ja, dann würde ich sagen, andere Quest. Ja, erstmal, weil... Ja. Das können wir später irgendwann noch machen. Guck mal, da oben sind ganz viele. Bei Cate Badu? Oder meinst du die Kreise hier? Ich habe keine Wut mehr. Die Ausrufezeichen. Ah, ja. Ich brauche dir erstmal Samen zum Beten. Wow. Bitte, was? Wow. Kriege ich dann den Samensack zum Beten? Sonst geht's ja nicht. Das ist eine fette rote Spinne, ist ja eklig. Ach, Gott. Wo, ich hab's nicht. Oh, boah. Ja, geh einfach weiter. Einfach ignorieren. Aber man könnte sie auch kaputt hauen. Man könnte auch einfach weitergehen und Ziegenmenschen töten. Die armen Ziegenmenschen. Die sind voll aggressiv. Aber das sind Goatys Verwandte. Nee, Goaty ist schwach und süß. Ja, weil seine ganzen Verwandten ihm immer das Essen weggefressen haben. Der Oha. Konnte nicht groß und stark werden. Oha. Das sind voll die gemein. Und dann hat er in Assassin's Creed ein Auge ins Popo-Löchlein gesteckt gekriegt, der Arme. Ja, der hat's nicht leicht. Aber mit den Dritten sieht er jetzt besser. Ja, der freut er sich bestimmt. Er sieht immer mit seinem A-Löchlein. Also läuft er auch immer rückwärts, wenn er wissen will, wo er hinläuft? Nee, vorne hat er ja auch seine Augen. Aber er sieht auch, was hinten abgeht. Ach so, okay. Wie so eine Kamera beim... Beim Auto. Beim Auto. Die Rückfahrkamera. Richtig. Piept er dann auch, wenn er rückwärts läuft? Ja, klar. Piep. Mäh, 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 mäh. Wo liegt das Problem an diesem Stream? So. Großartig. Kann ein Mitglied unserer Sippe dein Gejammer bezeugen? Bitte ignoriert meinen Bruder. Der Häuptling wies ihn an, sich auszuruhen. Und er wird ungeduldig. Ich hatte genug Ruhe für den Rest meines Lebens. Es schnicht danach an, als könntest du aufstehen. Ich kann aufstehen. Die Kannibalen haben ihn verstümmelt. Die Ahnen wachten über ihn, denn die anderen waren völlig entstellt. Ich warte auf den Tag, an dem ich es ihnen doppelt heimzahlen kann. Doch die Lebenden haben Vorrang. Wenn ihr die Kannibalen töten könntet, wäre es uns beiden eine enorme Erleichterung. Wir können die Kannibalen einfach essen. Ja.
Die fleischfressenden Bastarde sehen unsere Schande, unsere Schwäche und nagen an unseren Wunden. Der lange Kampf gegen die Kannibalen hat Narben hinterlassen, die über das Fleisch hinausgehen. Folter bringt keinen Ruhm. Ein langsamer Tod, keine Belohnung. Jetzt sind einige meiner kampferprobtesten Krieger verschwunden. Sie haben nur eine Blutspur hinterlassen. Ich glaube nicht, dass sie tot sind. Sie würden nicht so still gehen. Habt ihr die Geschichten nicht gehört? Ich weiß nicht, ob mich das weiter beschämen oder überraschen soll. Wir tragen die Schande unseres Vorfahren Nilatak. Seine Feigheit überwog seinen Stolz, als er sich Baal unter dem Berg entgegenstellte. Die Ehre des Kranichstamms fiel mit dem Ariad, so wie unser Platz unter den Stämmen. Wir kämpfen allein, weil wir das müssen. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Okay. Ja, dann. Erstmal Kannibalen töten. 50 Stück. Das klingt doch gut. Töten. Nummer 1. Nummer 4. Nummer 7. So zähle ich auch immer. Ja, geht schneller. Wer braucht schon Genauigkeit, weißt du? 59, 12.